Was tun wir ganz aktuell in der Vorbereitung für den Rückbau an den Standorten Neckarwestheim und Philippsburg? Das allererste ist zunächst mal, dass man die Brennelemente aus dem Reaktor entlädt und in das Brennelementlagerbecken verlagert. Das ist auch der aktuelle Zustand in den Einzelblöcken. Das sind also die Brennelemente, die werden dort gekühlt, sind dort überführt worden und werden dort auch überwacht. Der zweite Schritt ist die betriebliche Anpassung. Man nimmt alle diese Systeme außer Betrieb, die man einfach nicht mehr braucht. Dazu gehört alles, was zum Beispiel vorher der Stromerzeugung gedient hat, also alle Systeme im Maschinenhaus, Wasserdampfkreislauf etc. Diese Anlagenteile sind durch Freischaltung außer Betrieb, sie sind drucklos, sie sind kalt, sie warten sozusagen auf den Abbau. Und letztendlich haben wir auch das, was wir in der Anlage tun, die Instandhaltungstätigkeiten, die Prüfungstätigkeiten, die wir machen, die Wartungstätigkeiten an den neuen Anlagenzustand angepasst. Das Wesentliche aber, was wir zu tun haben und was wir gerade tun, ist, dass wir die Antragsunterlagen für den eigentlichen Abbau vorbereitet haben, damit wir tatsächlich auch in das Genehmigungsverfahren gehen können. Und schließlich haben wir noch was gemacht. Die nuklearen Systeme, im Wesentlichen den Primärkreislauf, haben wir dekontaminiert, damit wir dann, wenn wir anfangen abzubauen, eine erheblich geringere Strahlenbelastung haben werden. Das Ganze ist passiert letztes Jahr im Mai in Neckarwestheim 1 und Ende des Jahres in Philippsburg 1. Wir haben den Primärkreislauf in beiden Blöcken dekontaminiert, haben einen Großteil der Radioaktivität rausgeholt. Sie sehen, es ist eine riesen Oberfläche gewesen, 16.000 Quadratmeter in Neckarwestheim 1. Und ich kann an der Stelle sagen, dass das ein Projekt ist, was außerordentlich gut gelungen war und wir dadurch die Strahlenbelastung in den Reaktorgebäuden sehr, sehr weit nach unten gebracht haben. In Neckarwestheim, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den man tatsächlich gesehen hat, haben wir vor 2 Jahren den Kühlturm vom Block 1 abgerissen. Wir hatten in Neckarwestheim, weiß nicht, wer es kennt, ja die Situation, dass wir nicht einen großen hohen Kühlturm hatten, sondern 34 kleine aus Holz gebaut, die außerhalb des Kraftwerksgeländes waren. Das sind diese. Die sind dann in 2012 abgerissen worden. Im Wesentlichen die Materialien dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Das Altholz ist in die Verbrennung gegangen, der Stahlschrott beispielsweise zum Schrotthändler. Und wenn Sie heute mal hingucken, dann sehen Sie sozusagen nur noch eine eingeschotterte Fläche. Hier vielleicht ein paar Impressionen von dem Abbruch. Hier sehen Sie sozusagen die großen Kräne, wie Sie die Diffusorhauben runterheben. Hier die Lüfterräder von den Kühltürmen. Hier sehen Sie, wie der Kühlturm als Ganzes so auseinandergerissen wird. Zelle für Zelle. Wie gesagt, man hat dann die Materialien sauber getrennt und hat sie dann einzeln dem Stoffkreislauf zugeführt. Ja, und damit sind wir an dem Punkt, was ganz gerade aktuell ist. Wir haben Ende April letzten Jahres den Antrag gestellt auf den Rückbau unserer Anlagen. Was haben wir beantragt? Nicht April, Entschuldigung, Mai. Zunächst die endgültige und dauerhafte Stilllegung der Anlagen. Wir haben den Abbau von Anlagenteilen vollständig oder in Teilen beantragt, sowohl im nicht-nuklearen als auch im nuklearen Bereich. Wir haben die Anlagenteile abgegrenzt gegen die, die wir noch in naher Zukunft brauchen. Wir haben einen Gesamtüberblick über alle Maßnahmen gegeben, die wir im Zuge des Rückbaus an unseren Standorten durchführen müssen. Und welche das sind, darauf werde ich im Einzelnen gleich noch eingehen. Wir haben sozusagen eine Blaupause für das Ganze gehabt, denn wie Sie wissen, ist seit 2005 Obrigheim das Kernkraftwerk abgeschaltet, befindet sich seither im Rückbau. Und wir haben natürlich die Ambition gehabt oder die Erwartung gehabt, dass wir aus den Erfahrungen von Obrigheim lernen können und das auch für den Rückbau an den anderen Standorten nutzen. Wir haben uns so ein bisschen selbstbewusst auf die Fahne geschrieben, wir können Rückbau. Da drin steckt auch so ein bisschen Teil der Strategie. Wir wollen den Rückbau nicht einem Dritten überlassen, sondern wir wollen es selber machen. Was Sie hier jetzt sehen, ist ein Blick in die Maschinenhalle von Obrigheim. So sah sie bei Betrieb aus, das sind die Turbinen und so sieht es heute da aus. Das Wesentliche, was ich Ihnen aber am Beispiel Obrigheim näher bringen will, sind die Zeiträume, über die wir im Rückbau reden. Wir haben den Abbauumfang in Obrigheim in insgesamt 4 Phasen unterteilt. Das sehen Sie hier, einen ersten, zweiten, dritten und vierten Abbauumfang. Der erste Abbauumfang hat im Wesentlichen das Maschinenhaus umfasst, also das, was ich Ihnen gerade an diesem Bild gezeigt habe, und die konventionellen Komponenten. Wir haben hierzu den Antrag gestellt im Dezember 2004. Die Genehmigung ist im August 2008 erteilt worden und wie gesagt dann direkt in die Tat umgesetzt worden. Der zweite Abbauumfang sind im Reaktorgebäude im Wesentlichen die Großkomponenten, Dampferzeuger, Hauptkühlmittelpumpen, Hauptkühlmittelleitungen.
beantragt im Dezember 2008, genehmigt im Oktober 2011. Auch dieser Abbauschritt ist weitestgehend abgeschlossen. Der dritte Abbauumfang, da sind wir aktuell dran, betrifft das Herzstück der Anlage, nämlich den Reaktordruckbehälter, also das Druckgefäß, in dem die Kernspaltung früher stattgefunden hat. Das hatten wir im März 2010 beantragt, im April 2013 genehmigt bekommen. Und das sind die Tätigkeiten, bei denen wir aktuell gerade zu Gange sind und die vielleicht so bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein werden. An diese Tätigkeiten anschließend wird sich der Abbau alles dessen, was man bis zum Schluss braucht. Das sind zum Beispiel Krananlagen, das sind Lüftungsanlagen, das ist Beleuchtung, das ist Stromversorgung. All diese Dinge werden ganz zuletzt abgebaut. Wenn dieses dann abgebaut ist, steht im Endeffekt nur noch die nackte Gebäudehülle und dann wird diese abgerissen. Und ab dann sieht man es sozusagen auch von außen. Was Sie an dem Ganzen sehen, wir haben also die eigentliche Stilllegungs- und Abbauphase, die so eine Dauer hat, so von 12 bis 15 Jahren ungefähr. An diese würde sich dann die Nachnutzung und der konventionelle Abriss anschließen, 2-3 Jahre ungefähr, sodass wir über alles zusammen etwa pro Kraftwerksblock über einen Zeitraum von circa 20 Jahren sprechen. Hier ein paar Impressionen von dem ersten Abbauumfang in Obrigheim. Sie sehen hier den Ausbau von Großkomponenten, hier Teile der Turbine, hier der Großbehälter Wasserabschalter Zwischenüberhitzer. Es gab aber auch das ein oder andere Bauteil, was man verkaufen konnte. In dem Fall war es der Generator. Allerdings ist es so, dass der Markt für die Kraftwerkskomponenten nicht mehr wirklich groß ist. Und das ein oder andere kann man zwar verkaufen, aber das meiste geht in den konventionellen Stoffkreislauf. Hier ein paar Bilder vom zweiten Abbauumfang, der sich im Reaktorgebäude abgespielt hat. Man hat im Wesentlichen die Großkomponenten entfernt. Hier die Dampferzeuger, Sie sehen, wie sie herausgehoben wurden. Man hat die großen Kühlmittelleitungen zerlegt. Hier die Demontage des Elektromotors, eine Hauptkühlmittelpumpe als Ganzes rausgehoben und dann der Zerlegung zugeführt. Ja, und damit sind wir bei dem, was wir aktuell gerade machen, nämlich dem Zerlegen und dem Zerschneiden des Reaktordruckbehälters. Also wie gesagt, des Herzstückes der Anlage. Dieser ist jetzt aktiviert, so nennen wir das. Das heißt, er ist nicht kontaminiert. Kontaminiert heißt, es ist eine Radioaktivität, die man entfernen kann von der Oberfläche. Das ist bei einem aktivierten Bauteil nicht möglich, das strahlt selbst. Und zwar so, dass wir sehr viele Sicherheitsmaßnahmen hier ergreifen müssen. Wir haben zum Beispiel den Behälter hier mit einer lufttechnischen Einhausung versehen. Die ganze Zerlegung findet unter Wasser statt und sie findet fernbedient statt. Das heißt, die Leute, die den Behälter zerlegen, sind sozusagen nicht am Behälter dran, sondern das passiert mit Robotern, mit Handhabungseinrichtungen, mit Manipulatoren, die dann ihrerseits wieder die eigentlichen Werkzeuge, zum Beispiel Seilsägen, bedienen. Wie gesagt, das Ganze ferngesteuert und unter Wasser. Damit man sich hier vielleicht ganz praktisch vorstellen kann, ein paar Bilder von dem, was jetzt die letzten Monate war. Sie sehen hier links zum Beispiel die Zerlegung des Deckels des Reaktordruckbehälters. Hier ist wie so ein Kuchenstück sozusagen herausgeschnitten, das wird dann weggenommen. Hier sehen Sie die Demontage der Steuerstabführungsrohre und hier nochmal die Zerlegeeinrichtungen. Das ist so ein ferngesteuerter Manipulatormast, der dann unter Wasser sozusagen fahren und zerlegen kann. Diese aktivierten Bauteile werden dann anschließend transportiert, rausgenommen und verpackt in Behälter, die dann am Ende sozusagen der Endlagerung zugeführt werden. Ja, wie gesagt, am Ende bleibt da noch übrig Infrastruktureinrichtungen, Kran, lufttechnische Anlagen. Das hatte ich bereits ausgeführt.